Hallo Freedom Trader, willkommen zurück zum nächsten Trainingsvideo hier auf tradingforfreedom.com. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du in der TWS mit einem Klick automatisch eine Einstiegs-Stop-Loss- und Gewinnzielorder erstellst. Du lernst damit, wie du mit den richtigen Order-Voreinstellungen in der Trader Workstation einfacher, zeitsparender und fehlerfrei handelst. Viel Spaß dabei! Damit wir mit einem Klick automatisch drei Orders generieren, passen wir die Voreinstellungen entsprechend an. Dafür gehen wir in das Menü ganz oben, klicken auf Bearbeiten und wählen in dem Menü Globale Konfiguration. Klicken darauf und ein neues Einstellungsfenster öffnet sich. Im linken Teil fahren wir mit dem Cursor nach unten, bis wir bei dem Plus bei Voreinstellungen angelangt sind. Wir klicken darauf, danach, da wir ja Devisen handeln, in Klammern Forex für Foreign Exchange, wählen wir in dem Untermenü Forex aus, indem wir darauf klicken. Rechts sehen wir nun die möglichen Einstellungen, genauer gesagt Voreinstellungen, die wir für den Forex-Handel auswählen können. Im Folgenden gehe ich nun mit dir Schritt für Schritt die richtigen Einstellungen durch. Dafür wählen wir oben rechts alle möglichen Felder aus und wählen, bevor wir in die einzelnen Kategorien der Voreinstellungen springen, aus, dass wir auch zulassen, dass Orders außerhalb der regulären Handelszeiten aktiviert, ausgelöst oder ausgeführt werden können, sofern möglich. Das heißt, wir setzen hier oben einen Haken. Danach springen wir in die Kategorie Volumen und passen dort unsere Voreinstellungen an. Wir wählen entsprechend unserer Kontogröße, unseres Risikomanagements oder Positionsgrößenmanagements dort die richtige Menge aus, die wir anfangs, wenn wir die Orders generieren, angezeigt haben möchten. Ich habe hier 50.000 ausgewählt. Hast du ein größeres Konto oder ein kleineres Konto, kannst du die entsprechende Menge anpassen. Weitere Einstellungen sind, die Mengenstaffelung liegt hier bei 10.000. Hast du ein größeres Konto, macht es hier vielleicht auch Sinn, 25,50 zu wählen. Barmengenschätzungsfaktor 25% und wir setzen einen Haken, wenn er nicht schon gesetzt ist, bei kumulierte Menge für Markttiefe verwenden. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Order-Voreinstellungen der Einstiegsorder, hier auch primäre Order genannt. Dabei ist zu beachten, dass die Einstellungen für die Kauforders gelten. Bei Verkaufsorders werden die Werte einfach umgekehrt. Bei Ordertyp geben wir Limit aus. Beim Limitkurs wählen wir Briefkurs aus mit einem Plus-Minus von 0,00. Stoppkurs ist das Limit mit einem Plus-Minus von 0,004. Der Stopp-Limitkurs wählen wir Stopp aus und geben hier einen Betrag von 0,004 ein. Der Versatzbetrag ist 0,01. Relativer Limitkurs ist keiner, also None. Der Trading-Betrag ist 0,004. Und der Auslöser erreicht bei Spielraumbetrag ist Last mit einer Differenz von minus 0,004. Der Ordertyp zur Schließung von Währungspositionen, dabei wählen wir Market aus. Und der Ordertyp für die Währungsumwandlung zur Umschichtung wählen wir auch Market aus. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Kategorie Target Order. Dafür scrollen wir zur entsprechenden Kategorie Target Order oder auch Gewinnmitnahme Order hier. Der Ordertyp ist Limit. Für den Limitkurs wählen wir die Hauptorder aus mit einer Differenz von 0,004. Der Versatzbetrag ist 0,00. Die Größe der ersten Teilmenge sind 50k, die Größe der folgenden Teilmengen sind 10k.
Wir haben nun die Voreinstellungen der Einstiegsorder und der Gewinnmitnahmeorder erfolgreich angepasst. Im dritten Schritt nun passen wir die Voreinstellungen der Stop-Loss-Order an. Dafür springen wir in den Bereich angehängte Stop-Order, wählen als Ordertyp Adjustable Stop aus, für den Stop-Kurs None, für den Stop-Limit-Kurs die Hauptorder mit einer Differenz von minus 0,004. Trailing-Betrag lassen wir leer. Felder zum angepassten Stop, da wählen wir bei angepasster Auslösekurs die Hauptorder aus mit einer Differenz von 0,004. Angepasster Stoppkurs ist auch mit Bezug auf die Hauptorder mit einem Plus-Minus von 0,00. Und der angepasste Trailing-Betrag, der Stopp-Limit-Kurs auch zur Hauptorder mit einer Differenz von Plus-Minus 0,00. Angepasster Trailing-Betrag, den Bereich lassen wir leer. Abschließend im letzten Schritt wählen wir in den Kategorien Hedge Pair Trader Order den Ordertyp Market, im Bereich Verschiedenes die Auslösemethode Standard, Open und Close setzen wir auf Close, die Order-Referenz lassen wir frei. Im Bereich OCA-Gruppe wählen wir aus, dass die Ordermenge entsprechend verringert wird. Ganz wichtig, zu guter Letzt klicken wir auf Übernehmen. Damit werden die Einstellungen gespeichert und wir klicken auf OK, um das Einstellungsfenster zu schließen. Um nun unsere Einstellungen zu überprüfen, ob alles funktioniert hat, wählen wir ein Währungspaar aus, klicken zum Beispiel auf den Briefkurs hier und wir sehen, es wird automatisch mit einem Klick eine Einstiegsorder, eine Gewinnzielorder und eine Stop-Loss-Order generiert. Damit haben wir immer 100% Risikokontrolle im Markt, weil wir immer sofort mit dem Einstieg auch eine Stop-Loss-Order generieren. Wenn du nun wissen möchtest, wie du mit der TWS automatisch Gewinne sichern kannst, ohne am Rechner zu sitzen, dann freue ich mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Da geht es um die Adjusted Stop Order und ich erkläre dir, wie du die Adjusted Stop Order erfolgreich einsetzen kannst, um dir automatisch in der TWS Gewinne zu sichern. Bis dann!